24 Zuschauer. Ich begrüße die beiden Trainer, Daniel Bierhofer, 68 München, und die Gaststätte-Trainer Michael Fortek. Auch heute die Bühne der Zerrott, der Gäste aus München, der Bierhofer, die Partie spricht. Ja, okay. Erstmal Gratulation an Herrn Sauter und Michael Fortek zum Sieg. Ich glaube, dass wir die ersten Sieger heute selten reingekommen sind. Vielleicht die Schuss von Kager, danach der Postenschuss von Devali. Genau war es ein aufregendes Spiel, auch kein Lautern mit einer Situation gefährlich vor seinem Tor. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war die erste Halbzeit ausgeglichen, auch das Ergebnis 0-0 waren okay. In der zweiten Halbzeit ist kein Lautern mit sehr vielen Elan rausgekommen, sehr gut auf die zweiten Bälle. Wir konnten sie immer so auf den Druck befreien, konnten die Bälle vorne nicht mehr so gut festmachen. In der ersten Halbzeit auch die Situation, wo wir umschalten konnten, haben dann nicht gewusst, ohne zu Abschlüssen zu kommen. Und dementsprechend auch mit dem Publikum möchten, weil wir das Gefühl gehabt, dass Kaiserslautern immer mehr Druck entfacht. Dann hatten sie den Kornlattenkopfball, den immer so um die 65. herum. Da haben wir schon gemerkt, dass es hinten raus nach England kam für uns. Aber was halt einfach ärgerlich ist, dass das 1-0 fällt, wo wir den Ball haben, den Ball wieder herschenken und dann einen Zweikampf verlieren auf der Außenbahn. In der Mitte keine gute Zuordnung haben, den Rückpass nicht verteidigen können. Und so haben wir leider das 1-0 bekommen. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit ist es nicht unverdient. Aber mit dem Einsatz und mit der Bereitschaft war ich zufrieden.